Einen wundervollen guten Tag, meine Lieben. Was ist hier eigentlich los? Ne? Nee, ich gucke ganz an die falsche Seite. Geht schon gut los. Ihr merkt, es ist ein bisschen eine andere Quali. Es ist ein bisschen in einem anderen Ton. 1, 2, 1, 2. Falls das alles noch nicht so hundertprozentig stimmt und ich immer diese Kameralinse suche, hier müssen wir da irgendwas hinkleben. Ich nehme mit meinem Handy auf. Jawohl. Ich habe jetzt ein Ansteckmikro und das könnte man auch an die Kamera machen, aber meine Kameras sind halt zu alt. Und da ich mir dieses Jahr eine Kamera kaufen möchte, eine Sony Alpha, was war das Modell? 6100 oder so? 6600? Boah, ich weiß schon nicht mehr. Die aber echt viel Geld kostet. Im letzten Jahr hat sie noch 2.200 € gekostet. Die wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein. Da kommen ja auch mal neue Kameras raus. Und bei der kann man das, ich glaube, die hat einen C-Anschluss. Ansonsten muss ich mir halt noch mal was gönnen. Das kann ich auf jeden Fall hier vor so Handy nehmen, weil ich jetzt am Handy auch ein bisschen aktiver auf Instagram bin. Aber wer mein erstes Profil kennt, das liegt brach gerade. Keine Ahnung, wenn du das Video siehst, ich habe ja ein bisschen vorgedreht, ob ich da dann wieder aktiv sein werde. Aber ich glaube es eher nicht, weil mir das gerade nicht so einen Spaß macht. Es wird sich auch hier einiges ändern. Darüber werden wir jetzt heute reden. Deswegen habe ich mir das Format ausgesucht. Ihr mögt das Format. YouTube liebt das Format auch, weil es lange ist. Und YouTube liebt lange Videos und wird mich jetzt erstmal eine ganze Zeit lang hart bestrafen, weil ich weg war. Aber das ist mir egal. Ich sehe gerade, ich habe, ah nee, ich habe ihn nicht vergessen. Ich habe gerade meinen Pinsel gesucht. Ja, YouTube wird mich bestrafen, weil ich habe es gewagt, Pause zu machen und jeder Algorithmus reagiert da jetzt drauf. Oder hat schon immer darauf reagiert und YouTube ist da besonders bitter drauf. Hey, ich sehe mich im Kameradisplay besser als im Spiegel. Das ist ja crazy. Ich habe mir gegönnt ein neues Stativ, was ich schon länger haben wollte. Und eben diese tollen Ansteckmikros und ab sofort gibt es kleine Erinnerungen an euch, weil wir wollen ja den Algorithmus zurück oder sagen wir es anders. Wir wollen, dass meine Videos angeguckt werden. Wenn du mich unterstützen möchtest, gib diesem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Das unterstützt mich, das unterstützt das Video und das unterstützt meinen Kanal. Denn Interaktion, das lerne ich gerade in meiner Ausbildung, ist das A und O. Also, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Boah, ich muss unbedingt meine Pinsel mal waschen. Ich traue mir gar nicht zu sagen, wie lange ich die schon nicht mehr gewaschen habe. Aber ich schmink mich ja auch nicht so oft. Und wenn wir hier dieses Format machen und ich will das jetzt häufiger machen, dann nutze ich das natürlich immer auch dafür. So ist es, wenn man eine große Oberweite hat, dann sammelt sich dann der Puder. Möchte ich das auf jeden Fall auch dazu nutzen. Ach du Scheiße, jetzt habe ich da gerade ein bisschen rumgekehrt. Entschuldigung, ich muss mich erstmal noch ans neue Mikro gewöhnen. Dass wir Dinge halt einfach besprechen, aktuelle Themen besprechen. Ich werde nicht mehr zu sehr in die Zukunft vordrehen, denn es gibt schon einen erheblichen Unterschied. Und der Unterschied wird sein, dass ich nur noch ein Video die Woche hier hochlade. Es ist tatsächlich so, dass mir dieses zweimal die Woche, so das letzte halbe Jahr, geschadet hat.
Es würde jetzt zu sehr in die Tiefe gehen. Das wäre jetzt zu derber Nerd-Talk. Nur so viel dazu. Es hat geschadet und ich habe halt einfach auch die Zeit gerade nicht. Und sind wir mal ehrlich, wollen wir es nicht nur auf die Zeit schieben, sondern ich habe auch gerade keine Kapazitäten einfach. Zwei Videos zu machen und wenn es meinem Kanal so oder so geschadet hat, warum sollte ich dann? Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann dann meine Kapazitäten einfach anders nutzen. Also, hier wird es nur noch ein Video die Woche geben. Zum einen, ja, ich bin in der Ausbildung, ich brauche die Zeit. Zum anderen, will ich ja nicht absichtlich meinem Kanal schaden, habe ich keine Lust darauf. Und ich achte jetzt natürlich durch die Ausbildung auch so ein bisschen mehr darauf, was funktioniert, was funktioniert nicht. Es gibt neue Thumbnails, wie ihr gesehen habt. Ich habe das schon bei zwei älteren Videos ausprobiert, dass ich da einfach die Thumbnails ausgetauscht habe. Ja. Ich darf nicht vergessen, euch zu zeigen, was ich hier so nehme. Wie läuft es? Stellt der scharf? Der stellt scharf, oder? Gesicht weg. Ich hoffe es doch. Ich habe einen größeren Display und bin abhängiger davon. Das trocknet mir so wahnsinnig schnell immer aus. Aber ich muss auch sagen, das ist so das Kosmetikartikel, den ich am häufigsten verwende, weil ich relativ zügig ja, graue Augenbrauen gekriegt habe. Und bei mir sieht man das dann ganz stark. Es sieht immer aus, als hätte ich Löcher in den Augenbrauen. Aber no, ich habe halt graue Haare dazwischen. Mein Bruder sieht halt richtig krass aus. Der hat richtig viele graue Haare in den Augenbrauen. Und ich finde, da das Augenbrauengel hat, echt passend. Zum einen für meine Haarfarbe und zum anderen lässt sich halt super easy auftragen. Ich werde auch immer wieder, also das Thema ADHS wird auf meinem Zweitkanal besprochen. Das Thema ADHS wird aber auch auf meinem Instagram-Profil besprochen. Ich werde euch einfach mal den QR-Code von dem Instagram-Profil hier oder hier einblenden. Ich weiß jetzt nicht, wie das spiegelverkehrt ist. Muss ich jetzt erstmal so im Nachhinein anschauen. Und da könnt ihr gerne reingucken. Ich behandle hauptsächlich natürlich ADHS, das ist klar. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass ich da die ganze Zeit fachsimple über das Thema, das auch nicht. Sondern es wird mehr so sein, dass ich eben euch mitnehme. Es geht ja auch so ein bisschen darum, vielleicht habt ihr Berührungspunkte zu Menschen wie mir, die eben ADHS haben. Und dass ihr da einfach ein Müh-Verständnis haben möchtet. Also, oder sagen wir es mal so, ihr möchtet einfach euer Gegenüber verstehen lernen. Denn ich wusste das bis letztes Jahr, Januar, auch nicht. Also, mir hat meine Therapeutin ja im letzten Jahr Januar gesagt, dass ich das haben könnte. Ich habe mich ja nie mit der Variante ohne Hyperaktivität beschäftigt. Wobei ich mir jetzt inzwischen hundertprozentig sicher bin, dass mir die Hyperaktivität abtrainiert wurde. Also sprich dieses Zappelige, dieses Laute, dieses Rumturnen, was man halt als kleines Kind auch gerne tut. Ich glaube eher, dass mir das aus Erziehungsgründen, das haben ja viele Frauen, dass mir das abtrainiert wurde. Und dass das deswegen bei mir so ein bisschen ins Innere gewandert ist. Und bei meiner Diagnostik war es ja so, dass ich dann leider auch so ein bisschen maskiert habe. Ist ja, wenn man das ganze Leben lang einfach maskiert, kann man das nicht von jetzt auf gleich einfach ausschalten. Und
Das hat der Psychologe, der mich diagnostiziert hat, ja auch gesagt. So, wer weiß, was an diesem Tag mit ihm los war. Der hat sich ja 5 Stunden mit mir beschäftigt und hat mich genauestens gescannt sozusagen. Also sprich, die Diagnostik, die läuft ja noch in vielerlei Hinsicht einfach unterschiedlich. Ich habe jetzt von verschiedenen Varianten gehört. So, das, was ich da jetzt an Diagnostik hinter mir habe, das hat 2 Tage gebraucht. Jeweils anderthalb bis 2 Stunden. Das war super anstrengend. Das ist dann auch noch so ein Ding, wenn das halt dann so anstrengend ist. Ich hätte aber gerne auch im Radolfzell diese Diagnostik gemacht. Da wäre es 2, 3 Termine wären es da gewesen. Die hätten es auch auf, jetzt ein bisschen, hätten es auch ein bisschen anders gemacht. Aber gut, ich meine, ich habe jetzt Diagnose, ich habe hier auch so das Feedback von meiner Therapeutin im Hintergrund, die ja auch gesagt hat, letztes Jahr im Januar, so und so sieht es aus, ich kann sie halt nicht diagnostizieren, weil so und so mir ja, zum einen die Kapazitäten fehlen und zum anderen ich eben zu viele Patienten habe. Das ist ja nochmal so ein Problem in Deutschland, dass die Therapeuten eben einfach viel zu tun haben. Wo ist mein anderer Pinsel? Ich nehme übrigens, weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, es ist tatsächlich spiegelverkehrt. Das hier von Rival de Loop ist ganz okay für den Alltag, wenn man aber großartige Sachen machen möchte. Und aber das macht man ja selten mit braunen Tönen. Dann ist das nichts. Weil ich finde das von der Qualität her nicht so gut. Also man muss öfters rübergehen. Das Größere, was ich da habe von Rival de Loop, das ist besser. Ich hoffe, man sieht es ja. Ist besser. Aber das Kleine ist von der Qualität her, geht kaum Farbe ab. Aber naja, so für die einfachen Dinge, die ich mir auf die Augen packe, passt das schon irgendwie. Ich habe auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Lust an solchen Dingen, was ganz gut ist. Und wie jedes Jahr war die Pause heilsam, auch wenn sie sich nicht wie eine richtige Pause anfühlt oder angefühlt hat, je nachdem, wann du das siehst. Denn ich mache ja gerade die Ausbildung und bin sehr, sehr aktiv auf Instagram, weil mir das halt gerade echt mega Mordspaß macht. Und ich das halt super angenehm finde gerade. Es sind ja schon einige von euch, die mir hier auf YouTube folgen, sind ja schon rübergekommen. Aber es ist immer wieder interessant, Leute zu sehen, die eben nur auf Instagram unterwegs sind und dich nur von Insta kennen. Das ist mega lustig. Ja. Ist ja so gewesen, dass ich eigentlich hätte ich an dem zweiten Profil weitergemacht, weil ich mein erstes Profil ja total verhunzt war. Mir hat dieser Feed auch nicht mehr gefallen. Und deswegen habe ich ja mit dem zweiten Profil angefangen. Aber da gab es ewig einen Fehler. Ich habe das auch Instagram gemeldet gehabt, denn ich hatte diesen Sticker, um eben auf Websites zu verlinken oder auf YouTube-Videos zu verlinken, den hatte ich ewig nicht. Alle anderen hatten den schon und bei mir war er halt nicht da. Und das hat mich halt schon mega mäßig genervt, kann man schon sagen. Und ja, deswegen. Deswegen habe ich dann das Profil wieder aufgegeben. Weil es ist halt schon geschickt, wenn du eben YouTube-Videos hochlädst und
Der Algorithmus liebt ja Interaktion, wo wir da sind. Denk dran, ne? Daumen nach oben, falls du noch keinen gegeben hast. Und natürlich möchte ich diejenigen von euch nicht enttäuschen, die jetzt hier erwarten, dass ich hier megamäßig viel Skills auspacke. Die habe ich nicht. Da müsst ihr zu Leuten gehen, die da wirklich eine Ahnung haben von. Ich habe noch gar keinen Concealer dran gemacht, ne? Jetzt habe ich mir schon die Augen geschminkt. Soll ich noch einen Concealer dran machen? Ich mache jetzt keinen Concealer dran. Ich habe jetzt gerade keinen Bock. Ich habe jetzt gerade keinen Bock. Jetzt machen wir mal noch Dings Eyeliner. Den soll ich übrigens auch mal wieder austauschen. Ich habe einiges ausgetauscht in letzter Zeit. Oh, jetzt ist wieder der Schwabe rausgekommen. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Also, ich bin niemand, der seine Mascara nach 6 Monaten wegschmeißt. So bin ich nicht. Aber man muss schon sagen, die Sachen gehen mit der Zeit kaputt. Gell? Also besonders so Cremeprodukte wie jetzt das hier. Da kann man dann davon ausgehen. Oder eben, ich schmeiß halt Mascara nach über einem Jahr weg. Stellenweise noch länger. Wenn es dann zu lange wird, dann meldet sich mein schlechtes Gewissen und sagt, schmeiß mal lieber die Sache weg. Du machst da am Auge rum, das ist nicht so gut. Lass mal. Ja, also es kommen jetzt nur noch Donnerstagsvideos. Ich werde aber ab und zu mal, denke ich, einen Livestream machen. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Dass wir da einfach über ein bisschen Skincare sprechen, ein bisschen Kosmetik, Klamotten. Auf dem anderen Kanal geht es dann hauptsächlich um ADHS. Das mache ich deswegen so, weil hier eben viele Leute sind, die nicht betroffen sind, die sich entscheiden können, wenn sie sich für die Thematik interessieren, können sie auf meinen zweiten Kanal gehen, den ich euch natürlich wärmstens empfehlen möchte. Der heißt nicht mehr minimalistisch intuitiv vegan, sondern der heißt jetzt die kleine Coco hoch 2. Ich habe mir ja schon länger von diesem Minimalismus-Thema getrennt. Ich finde Minimalismus, finde ich, irrsinnig wichtig. Aber es kann auch ein bisschen zur Manie werden. Und wenn man halt eben weiß, dass man ADHS hat, hat man zum einen Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Man hyperfokussiert Themen. Und halt, wenn man sich für Themen interessiert. Und das ist halt dann irgendwann mal auch weg. Ich werde mein Leben lang jemand sein. Ich weiß, warum mich das Thema interessiert hat und immer noch interessiert, weil ich eben Schwierigkeiten mit Entscheidungen habe. Und wenn du eben wenige Dinge hast, ausgewählte Dinge, dann musst du dich ja nicht so entscheiden. Dann kannst du dem schon entgehen. Aber du leidest eben auch unter Impulsivität mehr wie jemand, der eben neurotypisch ist. Es hat ja alles immer so ein bisschen mit Leidensdruck auch zu tun. Und ich hatte halt Leidensdruck. Mir hat das im Leben Schwierigkeiten verursacht. Das kann man schon so sagen. Sollte man auch so sagen. Und man stellt sich die Sache einfach immer so vor, wir sind alle auf einer Schallplatte. Das ist das Leben.
Und der eine hat mehr ADHS-Symptome und der andere hat gar keine. Und ADHS ist immer so ein gewisses Ausmaß der Symptome und die Häufigkeit der Symptome. Und weil jeder passt man nicht auf, ne? Aber bei mir ist es halt ganz extrem gewesen vor den Medikamenten, also richtig extrem. Ich glaube, ich mache hier noch was von Ponyhütchen, so eine ganz, ganz alte Sache drauf. So Puderprodukte kann man ja immer aufheben. Ich habe von Ponyhütchen viele, viele Sachen wegschmeißen müssen. Das muss man an der Stelle echt auch sagen. Da habe ich richtig viel weggeworfen. Ja, und ich finde es ganz wichtig, eben im Leben auch über Leidensdruck zu sprechen. Das ist einfach so wichtig, denn ich habe auch einfach keinen Bock mehr, mich zu verstellen und zu tun, als wäre nichts. Das habe ich mein Leben lang gemacht. Das führt halt auch zu nichts. Und deswegen gibt es mich halt mit ADHS. Na, und deswegen werde ich auch hier über die Thematik sprechen, besonders wenn es darum geht, dass ich hier halt vor der Kamera so ein bisschen erzähle. So. Aber die Hauptthematik findet halt wirklich drüben statt. Denn hier sprechen wir über Skincare, über so ein bisschen tolle Sachen. So, so Dinge, die uns ablenken und so. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ah, ich habe noch keine Maske gerade auf. Das machen wir jetzt noch. Merkt, ich habe mich schon länger nicht mehr geschminkt, Routinen sind weg. Bin halt auch jemand, ich gehe früh morgens zum Sport und ich brauche zum Sport nicht geschminkt sein. Also, da ich vor allem auch jemand bin, ich krabbel mir im Gesicht rum, dies, das und jenes. Aber danach kann man schon mal. Besonders, wenn man in der Ausbildung dann auch ab und zu mal die Kamera anmachen sollte, dann versucht man sich dann schon mal sich von einer einigermaßen guten Seite zu zeigen. So, ich bin fertig. Also ich freue mich auf jeden Fall wieder von euch in den Kommentaren zu hören und zu lesen und sagt, danke fürs Einschalten. Denkt daran, es gibt nur noch einmal pro Woche ein Video und das wäre der Donnerstag. Ihr schaut auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.